Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir echt nicht mehr so viele Aufgaben hier irgendwie haben, ne? Wir machen jetzt Gesucht von Ark. Teil von etwas Besonderem ist, ist die Hauptquest, die machen wir direkt danach. Ist interessant. Ich denke, dass ich mich erstmal diese Folge mit den Quests hier für. Eigentlich können wir wirklich reiten. Für die Kopfgelder beschäftigen. Ich kann da wohl hoch, anscheinend. Ich habe ja ein Problem damit, ne? Wenn ich hier reite. Das ist zwar schnell. Aber das Problem ist, dass ich dann nicht die Folgen kriege. Nein. Das ist eher das kleinste Problem. Nein, das Problem ist, ich will die Welt ja erkunden und. Oh. Wegen solche Sachen wie den. Hier. Was hatten wir denn da? Hier, die Eispranken. Das war der Begriff, auf den ich wollte. Ja. Meine Güte. Und die finde ich ja so nicht, wenn ich einfach nur straight den Weg entlang reite. Deswegen gehe ich einfach mal hier so und dann erkunde ich auch die Welt mehr und besser. Ach ja. Was ist das denn hier? Auf jeden Fall sind der Gegner, ich kann es nicht erkennen, das scheinen Banditen vielleicht zu sein oder eventuell auch Skelette. Na, es sind Banditen. Boah. So, sorry. Ja. So. Ich bin wieder aufgestiegen. Wieder Lebensenergie. Klar. So. Ach ja. Eichenbogen. Jetzt habe ich so einen Dolch mitgenommen. Wollte ich gar nicht. Na, egal. Ach, dann ist sie wahrscheinlich wirklich da oben. Immer diese vulgären Ausdrücke. Ich glaub's ja wohl nicht. So. Da innen ist ein magisches Symbol. Eine Lehrlingstruhe. Ah, ein paar Groschen, okay. Immerhin, ne? Eine normale Truhe. Dietriche. Oh. Tränke. Ein beschriftetes Papier. Dala hatte wirklich Pech. Ihr Arkanistenfieber war wirklich schlimm gewesen und sie stand vor dem blauen Tod. Seitdem wir Rala mit ihrem Dolch auf ihre Bitte hin töteten, passierten seltsame Dinge. Wir haben sie nicht verbrannt. Ob sie als Verlorene auferstanden ist? Wir haben sie am Strand begraben, aber an der Stelle tauchen merkwürdige Kristalle und Wesen auf. Wir sollten Kroko fragen, ob wir unsere Quartier verlegen könnten. Merkwürdig, merkwürdig. So, hier ist ein magisches Symbol. Oha. Hier ist nichts. Gut. Aber eigentlich ist hier auch wirklich nicht so viel. Diese eine Statue.
Boah. Das war es eigentlich auch schon. So ein Mini-Tor zu einer anderen Welt ist das, oder wie? Naja. Naja. Lavendel. Duftend und wohltuend. So, also dieser Captain Blaubär oder keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß noch nicht, wo der ist. Was ist das? Herzland Ark, Pulverwüste, Silberhain, Dünenheim. Oh, hi. So. Das haben wir. Es klingt, als wäre hier irgendwo ein Flugzeug oben. Boah, es wäre so lustig, wenn die das als Easter Egg einbauen würden, dass man da einfach diese Chemtrails, wie wir sie jetzt einfach mal nennen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der echte Kondensstreifen heißt, der echte Begriff. Wenn man die einfach mal am Himmel sehen würde oder so ein Flugzeug animiert. Das wäre ein bisschen lustig. Wäre total sowas von unpassend. Aber es wäre lustig. Oh, eine Mod dafür wäre lustig. Irgendwie so einmal alle 50 Ingame-Stunden. Das wird auf jeden Fall nicht zu viel sein. Aber so, dass man es mitbekommt und dann nach oben guckt. Kann bitte jemand so eine Mod entwickeln? Wo es das gibt? Ich denke, das ist machbar, oder? Also zumindest so Chemtrails. Es gibt ja Mods für animierte, ja, Wolken und so, ne? Und da kann man sowas ja auch machen. Man sieht ja einfach gerade schön den Übergang von Stein zu Eis, finde ich. Ne? Hier ist noch, sagen wir, ja, hier ist noch grün, weil Rasen auf dem Boden. Hier ist dann der Übergang, weil Steine auf dem Boden. Dann kommt nämlich diese kurze rote Phase. Und ab dem baldigen Moment, genau hier ist die Schneegrenze. Moin. Moin. Huch. Die haben mir doch mal so mega Schaden gemacht. Oh, ich habe mal noch meine Handelskleidung an. Ist zwar schön, aber nicht effektiv. Also nicht im Kampf. So. Da hinten ist Captain Blaubär. Hallo. Oh. Captain Blei, meine ich ja. Gut, das haben wir. Das war auch wieder mal nicht schwer. Ist er dabei? Amulett. Feuerball, Panik. Okay. Kann ich das irgendwie lernen? Wieder? Ja, beides sogar. Geil. Ist hier nichts sonst? Irgendwas, was ich erkunden kann oder so? Eventuell. Das ist ja auch gut, ne? Ich habe ja 500 Folgen. Etwa jetzt 550. Im richtigen Skyrim. Und da möchte man meinen, sich mittlerweile jeden Ort. Okay, das war jetzt ein plötzlicher Wandel. Jeden Ort auf der Karte entdeckt habe in Skyrim. Aber ich vermute, ich habe nicht mal die Hälfte entdeckt. Also ich kenne alle Orte, aber ich habe sie nicht alle entdeckt. Ach, schade. Es sah irgendwie so aus, als könnte man da rein. Das finde ich sehr lustig. Weil in Fallout New Vegas, ne, nach Folge 200 habe ich ja jeden Ort da entdeckt mit dieser einen
Fähigkeit, dass man die ja alle entdecken kann. Aber hier Eisbruch. So. Hi. Iiuiui. Aha, aha. Und plötzlich ist der Sturm vorbei. Aua. So. Ach, hier ist noch ein Gegner. Da, okay. Ey! Okay, jetzt soll ich wahrscheinlich nicht hoch. Gut. Kann ich mit leben. Eine Robe, Gold, massive Truhe. Ja. Kann man alles nutzen. Und dann habe ich hier auch wieder mal was entdeckt, aber ja. Es geht wieder zurück auf den Marktplatz, wo wir das Kopfgeld bekommen. Mir fehlt es echt nicht ein gerade. Das Kopfgeld. Das war's. Das wollte ich haben. Das Kopfgeld und Sachen verkaufen. Klar, kennt man. Wie viel habe ich bekommen? 380. Ach ja, guck mal. So, Reservatür Sixruf. Versteckt sich im Düsterteil. Es handelt sich um einen bösartigen und größeren Reservatür, der immer wieder reißende zur Schneefeldtaverne überfällt. Nehme ich an. Jetzt habe ich ja wieder Geld. Jetzt kann ich mir nämlich auch richtig Essen kaufen. Ja, unvergleichliches Brot. Ist das gut? Ich will ja eigentlich eins haben, was mich schnell heilt. Da sind die Honigzöpfe besser. Die Kuchen haben so ein hohes Gewicht, ne? Komm, dann nehme ich das unvergleichliche Brot. Ja, genau so. So, morgen. So, jetzt habe ich nicht mal mein Dings angezogen, mein Kleid. Naja. Was soll's? Lähmungsgift ist eigentlich gut. Ich habe 2 Erinnerungspunkte, 3 Handwerkspunkte. Also ich kaufe 3-mal Rhetorik. Und ja, ich kaufe die für schwere Rüstung. So, ich brauche, wenn ich es richtig verstehe, 24, ne? Ja, 24 schwere Rüstung, 3-mal Rhetorik. Okay. So. Klar. So. Oh, was habe ich denn jetzt getan? So. Hä, nee, warte, was habe ich denn jetzt gekauft? Ich habe das Gesellenbuch für Psionik gekauft. Wow. War ja total sinnvoll. So. 3-mal Rhetorik.
Und danach kaufe ich. Ich muss erstmal was essen. Danach kaufe ich. Wie für schwere Rüstung? Ich bin zu gut. Ach, das ist doch dumm. Das kann doch echt nicht sein. So. Meister. Meister ist bis 100. Okay, Experte-Rhetorik brauche ich dann eben. Dreimal. Wow, ich bin so gut. So. So, makelloser Amethyst. So. Die Frage ist, habe ich jetzt noch irgendwas im Inventar, was ich verkaufen möchte? Die Amulette, ja. Wo ist die Frau? Ach da. Grüße, Malfas Grüße oder was? So, Magieresistenz, Ring. Dieses Ding hier. Gut, das haben wir. Ich frage mich gerade, verkauft eigentlich auch irgendjemand hier Dietriche? Das wäre doch auch mal langsam Investitionen wert, oder? Ich meine, die wiegen nichts. Vielleicht verkauft sie sogar. Nee, sie verkauft keine Dietriche. Okay. Aber sie verkauft halt jetzt die Expertenbücher für. So, jetzt muss ich nochmal ganz stark überlegen. Schwere Rüstung, 24. Okay. So, 24 bis 50. So. Natürlich hat sie das nicht. So. Ich hoffe, der hat schwere Rüstung bis 50. Geselle. Leichte Rüstung. Auch nicht. Okay, sie vielleicht. Genau. Auch nicht. Gut, dann muss ich eben bei der. Ne, erstmal gucke ich bei meinem Typen hier links. Ja, so. Gesellenbuch hat auch keine. Sch okay, da muss ich es bei der Bank kaufen. Ich habe immer das Gefühl, ich kann es nicht bestätigen, dass das irgendwie höhere Preise bei der Bank sind. Weiß ich nicht. So, ich kann mal gucken, wie ist mein Geld? 10.900, ja. Achso, ja wieder. So, er hat natürlich schwere Rüstung, er hat alles irgendwie. So, brauche ich 24. Da brauche ich 1000. Ich möchte gerne was abheben. Ich weiß, das ist nicht sicher. So. Aber ich hab's ja. So, schwere Rüstung, 24. So. 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 Habe ich das auf 50 plus die 30 Punkte sind dann auf 80, ne? Auf 73. Damit ist meine Rüstung stärker auf jeden Fall. Ja. Und jetzt noch meditieren, genau. Gut.
Gut, welche Skills nehmen wir, ist die Frage. Krieger des Schattens, ich habe das bereits freigeschaltet. Taschendieb könnte ich eigentlich mal machen, ne? Geisterlauf, dieses Teleportieren. Ich guck noch mal, gibt es hier irgendwas mit Streitäxten, mit Kriegshämmern? Aus dem Rückwärtslauf hat 10% Lähmchance. Wenn du mit deiner zweiten Waffe einen kraftvollen Seitenangriff austrifft, die alle Ziele, die sich vor euch befinden. Ich glaube, das mache ich mal. Taumelnde Gegner, das mache ich jetzt einfach mal nicht. So, das hier wird, was ist das? Ach, das ist von Rüstung. Blocken ist. Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Das wird Einhandwaffe alles sein, ne? Ja. Gibt es irgendwo was, was man vielleicht mit Bögen. Gibt es doch, glaube ich, auch, oder? Genau. Bogenschüsse und Schlösser von Knacken. Knacken von Schlössern. Meine Güte, was war das denn für ein anderer Satz? Ja, dann mache ich das. Das Knacken von Schlössern wird einfacher und Führen des Bogens richtet mehr Schaden an. Habe ich noch einen Punkt? Was ist hier das Maximum, was ich wahrscheinlich schaffe? Ihr könnt selbst Meisterschlösser knacken und eure Pfeile bringen den größten ins Taumeln. Reduziert die Chance, beim Knacken entdeckt zu werden. Halt für eure Gegner und eure Umgebung die Zeit an. Also ist ganz interessant. Man kann den. Oh, das habe ich noch gar nicht gemerkt. So von Gardo oder was? Immer schwebende Steine. Ihr sind ein ganz interessanter Ding dabei. Ach, falsch. So. Ich denke, da werde ich noch die Bogenlaufbahn dann ein bisschen nehmen. Ich mache aber jetzt erstmal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss.